Flying Uwe, ein Hustler bis zum geht nicht mehr, mega sympathisch und vor allem ein Mensch und Fighter mit großem Herz. Sehr guter Freund von mir, ich bin sehr stolz auf ihn, ich freue mich auf alles, was kommt und er ist zu Recht da, wo er ist. Leute, wieder mit dem Besten hier am Start. Eben hat es angefangen zu nieseln, macht aber nichts. Ihr wisst doch, Leute, Smilodog sagt, er ist in der Haus. Dann haben wir noch gerade eben ein bisschen mit ihm im Verkehr so Training gemacht. Und jetzt sind wir noch mal im Wald. Und dann hat er es auch geschafft. So, wir sind jetzt im Büro. Sonntag ist the final day. Mit dabei sind gerade Alex und Joe, zwei Kameramänner. Sonntag kommt auch der neue Vlog online. Und jetzt präsentieren wir ein bisschen die Jacken. Seid ihr ready, Jungs? Jetzt wird hier gearbeitet um 18.20 Uhr. Nix nach Hause. Durchgezogen hier. Sonntag, Jackenlaunch. Sind die Close-ups hier. Drehst du dich aber kurz? Gar kein Problem, Alex. Pass auf, Technik, Klaus Kitzki. Perfekt. Ich bin Model, wie die anderen Kasper hier. Das wird jetzt doch wieder warm, Digga. Rinne, Fließ, alles. Aber einfach auch zeigen, dass wir hier gute Arbeit geleistet haben, weißt du? Schön warm. Leute, wir haben eben gerade festgestellt, dass gewisse Konkurrenten, sprich auch Textil, Sportbekleidung, ja, unser Name, wie soll ich erklären? Werbeanzeigen schalten und dann kommt aber dessen Marke. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so, als wenn du jetzt Flying Uwe bei Google eingibst, aber plötzlich kommt das Profil von Thorsten Jansen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Leute, die sind immer mehr eine Gefahr für andere da draußen und die merken alle, oh, Smilodog wird größer und größer und jetzt kriegen sie alle Angst. So, machen wir auch da genau das Gleiche. Ich spreche gleich meinen Satz, zack, zack, dann machst du Close-Ups. Und dann sage ich wieder Größe hin und her. Oder? Ja. Okay. Perfekt. Reflektieren wir das Logo nochmal? Haben wir noch gerade schon. Gummizug. Schön, Gummizug noch einmal. M, also wie sie jetzt haben will, auf smilodogs.com erhältlich, swipe Monat ist gerade reingekommen. Guck mal. Das ist auch hier auch eine Größe. Auch, guck mal. Eigentlich 18 Uhr Feierabend. 20 vor 6. 20 vor 7. Hier ist nicht Smilodog, bisschen Flying Uwe, bisschen hier. Haha, wir sind alle Influencer. Keine Zeit für sowas. Was ich euch erklären wollte ist, ich habe jetzt gerade die coole Jacke an. Das Besondere war ja, wer hat letztens aufgepasst? Ja, komplett mit Vlies. Und ganz wichtig jetzt.
da es ja eine sogenannte Schlupfjacke ist, die hat hier keinen Komplettreißverschluss mit normal ausziehen, sondern man muss sie einfach überkrempeln wie so ein Pullover. Und wer ein bisschen Schwierigkeiten damit hat, haben wir mitgedacht, Leute, dass hier ein bisschen vor euch erweitert. Somit ist es nicht ganz so eng und dann macht ihr nur. Und es ist geschehen. Keine Lust hat auf den sportlichen Schnitt, auf den Bomberjackenverschnitt, besorgt sich einfach diese Jacke. Besonderheit hierbei ist gefüttert, reflektierendes Logo und wer es nicht lang mag, ganz einfach Leute, auch hier wieder, wie bei den anderen auch, Gummizug ist mit bei, Leute. Ja, dann könnt ihr auch ein bisschen das Ding verstülpen hier. Schießen wir uns. Okay. Wer von anderen Mitarbeitern tauscht um, er sucht sich das Beste raus. Aha. Marvin ist fleißiger Auszubildender hier. Also wer Ausbildung machen will, wir bilden auch aus, meine Damen und Herren. Wir fördern hier alles staatlich. Versteht ihr das? Zukunft. Okay, jetzt können wir hier anfangen. Jetzt sind wir hier drinnen. Ich bin mitten in der Arbeit hier. Ich schwitze schon wieder. Haben wir Wasser? Filmst du immer noch? Redet ihr mit Wasser? Die Zigeuner. Aber auf dem Auge seid ihr blind. Das hast du natürlich genau gesehen, dass das Zigeuner war, richtig? Ja, was soll das denn sonst sein? Die kleinen dunkelhäutigen Menschen das Zeug in bulgarische LKWs schleppen. Dänen? Ah, ich höre gerade doch nicht. Ja, Revolution fällt aus. Sorry. Der Parteitag wird gar nicht. Kuschelt richtig so. Die Rakete arbeiten, das ist eigentlich ganz schnell, so weniger als 9 Minuten. Mhm.